Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Willkommen zu meinem Feedback für die neue Season, beziehungsweise zur neuen Season. Ich weiß, es ist ein bisschen später, aber ich wollte nochmal die ganze Season genießen und gucken, wie sich Epic Games jetzt mit den Updates verhält, ob die jetzt regelmäßig Updates raushauen und so weiter und so fort. Also ich wollte allgemein die ganze die neue Season auf jeden Fall ein bisschen genießen und spielen und gucken, wie das sich jetzt spielen lässt, ob das jetzt gut gelungen ist oder halt, ob das jetzt sehr schlecht gemacht worden ist. Aber ich würde sagen, fangen wir auf jeden Fall bei der Lobby an. Die Lobby ist auf jeden Fall viel besser als die letzte. Also kann man jetzt nichts Besonderes sagen. Ist auf jeden Fall eine nice Lobby. Dann haben wir auf jeden Fall Karriere-Tab. Wurde ein bisschen überarbeitet. Finde ich auf jeden Fall auch besser als das letzte. Jetzt kommen wir zum negativen Punkt für die Item-Shops. In den letzten 2 Tagen haben wir jetzt neue Sachen bekommen. Die neuen Skins. Dann haben wir alte Sachen nochmal bekommen. Was ich schade finde, ist, dass Items, Waffenlackierung, Spitzhacken, Gleiter, Skins und so weiter in einem Monat öfters rausgebracht werden, als alte Skins, die lange nicht mehr rausgehauen wurden. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass die Skins jetzt öfters rauskommen. Ich finde, man kann auch alte Skins, die lange nicht mehr draußen waren, wieder in den Item-Shop reinbringen. Aber ich finde, die neuen Item-Shops sind auf jeden Fall sehr langweilig. Und deswegen sollte Epic Games neue Items oder alte kosmetische Items auf jeden Fall wieder reinbringen. Im Spind hat sich nichts geändert. Kann man auf jeden Fall auch optisch ein bisschen arbeiten. So, kommen wir zum Battle Pass. Also ich finde allgemein das ganze Battle Pass Menü sehr, sehr nice, bis auf die Herausforderungen. Die Herausforderungen sind sehr unübersichtlich. Und ich wünsche mir eine weitere Funktion, die viel besser ist als dieses Herausforderungstisch. Tägliche Aufgaben sind auf jeden Fall sehr nice. Die Agenten, also die Trailer für die jeweiligen Agenten sind auf jeden Fall sehr nice gemacht. Der Battle Pass, der Upgrade Tresor für Maya, die Deadpool Kooperation finde ich auch sehr nice. Und die Animation für den Battle Pass finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und allgemein der Battle Pass, viele Gleiter, Emotes, Skins, Waffenlackierung jetzt nicht so. Aber allgemein im Großen und Ganzen würde ich dem Battle Pass eine 8 von 10 geben. Einer der besten Battle Pässe, also besser als der letzte. Und besser als Season 9, 8 und 7. Also ist auf jeden Fall eine der besten Battle Pässe und kommt auch an Season 4 ran. Aber auch nicht der beste, weil mir halt die Waffenlackierung jetzt nicht so gefallen und weil wir auch nichts Neues bekommen haben. Aber die Spitzhacken und die ganzen Funktionen bei den jeweiligen Skins sind auf jeden Fall sehr nice, wie zum Beispiel hier Maya, dass man die anpassen kann. Das wünsche ich mir auch bei jedem Charakter bei dem nächsten Battle Pass. Oder halt eine weitere Funktion, wo man zum Beispiel bei einem Upgrade-Tresor, wie zum Beispiel bei Maya, jetzt sich entscheiden kann, welchen Skin man jetzt individuell einstellen kann oder einstellen möchte. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall bei jedem Charakter, dass man auf jeden Fall auch noch den Skin individuell anpassen kann. Digga, absolut Sprachlernbubble. Aber ansonsten kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Der Battle Pass ist sehr nice. Das Battle Pass Menü ist auf jeden Fall sehr nice gemacht. Nur finde ich es schade, dass die Herausforderungen jetzt ein bisschen unübersichtlicher geworden sind. Aber was soll man auf jeden Fall machen? So, kommen wir auf jeden Fall jetzt zu den Ingame-Mechaniken und den neuen Sachen, die jetzt Ingame dazugekommen sind. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nach dem Cut wieder. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall jetzt bei The Agency. Also im Großen und Ganzen sind die Map-Änderungen sehr groß. Und ich bin auch sehr glücklich darüber, beziehungsweise sehr froh darüber, dass Epic Games viele Map-Änderungen jetzt reingebracht hat, abgesehen von den großen Orten. Aber auf der Minimap sehen die kleinen, beziehungsweise die auf der Minimap sehen die großen Orte sehr, sehr klein aus. Aber guckt euch mal das an. Allein Agency sieht auf jeden Fall riesig aus. Und also die Map-Änderungen gefallen mir. Und insgesamt habe ich bemerkt, dass es über 10 neue Orte gibt. Mit den großen Orten natürlich mit dazu gezählt. Und also im Großen und Ganzen, die Map-Änderungen sind auf jeden Fall sehr nice gemacht. Dann kommen wir zu den Spielmechaniken. Das heißt, die Waffen und so weiter und so fort. Also die Waffen, ich habe erstmal bemerkt, dass es keine neue Waffe gibt. Aber später habe ich dann natürlich die neuen Waffen gesehen. Einmal die neue Schnellfeuermaschinenpistole. Und die Ködergranaten, wo man sich selber klonen kann. Also habe ich öfters benutzt. Also die neue Maschinenpistole ist auf jeden Fall sehr nice gemacht. Könnte ein bisschen mit dem Schaden jetzt geändert werden, weil es ein wenig Schaden macht. Also es macht jetzt nicht so krass Damage. Also ich denke mal, es könnte ein bisschen überarbeitet werden und mehr Schaden machen. Und die Klongranaten sind auf jeden Fall sehr nice gemacht. Also nichts Besonderes, aber
habe ich auch des Öfteren benutzt, weil es halt die Gegner verwehren kann und sie abdecken kann. Und ja, also im Großen und Ganzen, die Spielmechaniken sind auch sehr nice mit den Tresoren, mit den ID-Scanner, mit den NPCs und Boss-NPCs. Also die NPCs sind sehr geil gemacht, dass man die verhören kann oder dass man gegen den Boss ankämpfen muss, um in den Tresor zu gelangen und um halt eine spezielle Waffe zu bekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr nice gemacht und die ganzen Geschütze bzw. Überwachungskameras sind auf jeden Fall auch sehr nice gemacht und ein bisschen halt an dieses Top Secret Thema angepasst. Dann finde ich es auch sehr geil, dass alte Waffen jetzt wieder reingebracht wurden. Ich finde die schallgedämpfte Sniper jetzt bisschen, sag schnell, bisschen schwach. Also 95 Damage ist auf jeden Fall gar nichts, im Gegensatz zu der Repetier-Sniper, die leider jetzt gewartet wurde. Also ich hätte nichts dagegen, wenn Epic Games die Repetier-Sniper gewartet hätte, aber dann die Schallgedämpfte reingebracht hätte, dafür halt nur den gleichen Schaden. Also warum müssen jetzt die Waffe schlechter machen, obwohl das eigentlich nur die gleiche Waffe ist, nur mit einem Schalldämpfer dran? Also finde ich es, ich finde es ein bisschen schade. Und aber ansonsten die ganzen Waffen, die jetzt rausgekommen sind, wie zum Beispiel die Heavy Sniper, die schallgedämpfte Pistole, die schallgedämpfte Maschinenpistole und so weiter und so fort, finde ich auf jeden Fall sehr nice gemacht und auch gut balanciert. Also wurde auf jeden Fall gut angepasst und ansonsten kann man sich auf jeden Fall gar nicht beschweren. Dann kommen wir auf jeden Fall zum Update-Verhalten. Ich finde es gut, dass Epic Games jetzt alle 2 Wochen ein Update raushaut und dass wir jetzt alle wieder zum alten Update-Verhalten gekommen sind. Schade finde ich nur, dass sie jetzt keine neuen LTMs reingebracht haben, beziehungsweise keine neuen LTMs und allgemein vieles Krasses so. Also neues Item, schön und gut, aber ich finde halt, die sollten neue Spielmodi reinbringen, neue Events und so weiter und so fort. Ich finde, man könnte auch zum Beispiel jetzt Richtung Live-Event gehen. Und ja, Freunde, ansonsten, ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh. Update-Verhalten ist auf jeden Fall sehr nice. Skins wurden geleakt, die Neons-Mine wurde auf jeden Fall reingebracht mit dem ersten Update der neuen Season. Höchstwahrscheinlich wird diese Woche Mittwoch oder Dienstag ein Update erscheinen, wo die Helikopter höchstwahrscheinlich reinkommen werden, mit vielleicht einem neuen Item und vielen neuen Map-Änderungen und auch neuen Skins. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich bin auch sehr gehypt auf das Live-Event, weil das halt auf jeden Fall auch im Battle Pass-Menü angekündigt wurde, Ghost vs. Shadow. Und dann kommen wir auf jeden Fall zu den Telefonzellen und den Geheimgängen. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil, dass sie jetzt die Toiletten jetzt genutzt haben, beziehungsweise die neuen Verstecke genutzt haben, um halt die zum neuen Thema anzupassen und die halt als Geheimgänge reinzubringen. Ja, Freunde, ansonsten, die Telefonzellen sind auf jeden Fall sehr nice. Am Anfang der Season dachte ich so, wie kann man jetzt sich an den neben den Handlangern so heranschleichen. Und dann habe ich auf jeden Fall jetzt gesehen, dass die Telefonzellen reingekommen sind, die auch eine sehr gute Funktion haben. Ich finde, man könnte auch zum Beispiel ein Update rausholen, was uns dann ein Item gibt, wo man sich halt unterwegs verkleiden kann. Das wurde auch geleakt, aber ich hoffe, dass das auch diese Woche rauskommen wird oder mit dem nächsten Update bzw. übernächsten Update. Und ja, voll, ich bin auf jeden Fall allgemein sehr gespannt, wie Epic Games sich jetzt verhält mit den Updates und so weiter. Die Helikopter werden auf jeden Fall sehr nice. Also ich hoffe jetzt, die werden jetzt nicht zu OP. Außerdem finde ich auf jeden Fall die mythischen Waffen, die man von den Bossen bekommt, sehr nice gemacht und jetzt nicht zu OP. Also die sind OP, aber jetzt nicht so krass overpowered. Aber ja, Freunde, ich habe noch viele Ideen für LTMs, für weitere Items oder für weitere Spielmechaniken. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ihr auch eurer Kreativität freien Lauf lässt und bei den sozialen Medien Fortnite markiert und dann eine Idee raushaut. Ja, Freunde, macht das auf jeden Fall. Epic Games muss neuen Content raushauen und allgemein müssen auf jeden Fall neue LTMs, neue Items, neue Waffen, neue Events, neues Live-Event auch reinbringen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ansonsten war es von mir. Ich würde der Season allgemein eine 9 von 10 geben. Coole Spielmechaniken, coole neue Waffen, die reingebracht wurden und auch neu dazugekommen sind. Dann, ja, Freunde, ansonsten gibt es gar nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert und aktiviert die Glocke, um halt keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Also gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Freunde, es gibt nichts mehr zu sagen. Also 9 von 10 würde ich der Season geben. Und passt auf euch auf, habt einen schönen Montag. Und an alle, die Ferien haben, habt schöne Ferien. Und ansonsten war es von mir, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf. Und ich würde sagen, dann ciao.